passiert ist in England. Aber mich zur Queen zu machen? Ach, das ist wirklich entzückend. Ganz die vornehme Engländerin. Du klingst fast wie Cousine Willy. Cousine Willy? Lady Wilhelmina Warwick von Schloss Bishopbrook. Meine ehrwürdige englische Verwandte. Ich bin verwandt mit einer englischen Lady, die will ich unbedingt treffen. Die Leute dort nennen Lady Wilhelmina die Queen vom Geisterschloss Bishopbrook. Geister? Ach, komm schon, Ben. Dafür gibt es bestimmt eine vernünftige Erklärung. Ja, Geister. Urteil nicht immer so vorschnell. Du willst den Beweis? Ich beweise es dir jetzt sofort. Hey, warte auf mich! Okay, das war jetzt nicht sehr schlau. Ich hatte mir das Schloss prunkvoller vorgestellt. Alles klar, zeig mir die Geister, Schloss Bishopbrook. Dir werde ich auch noch beikommen. Ein Geist! Oh. Meine Güte, die letzte Teeparty geriet völlig außer Rand und Band. Was mache ich bloß mit diesem Marmeladenfleck? Ja, wen haben wir denn da? Oh, Cousin Maxi. Oh. Das sind meine Enkel, Ben und... Gwendolyn, es ist mir ein Vergnügen. Nennt mich Cousine Willy. Für mich ist es auch ein Vergnügen. Willkommen im Schloss Bishopbrook. Wie lebt es sich als adlige Frau? Gibt es zum Tee echt immer die feinste Torte? Ist ein Schloss nicht wundervoll? Ja, die feinste Torte. Und das Leben in diesem alten Schloss steckt voller Überraschungen. Und es gibt immer viel zu tun. Geister! So schnell werdet ihr uns nicht los. Gut gefangen. Lady Wilhelmina, Gigantosaurus. Oh, diese Kinder mit ihren modernen Uhren. Bitte stell doch den Kronleuchter wieder ab. Wie gut sie das wegsteckt. Nun, Cousine Willy ist einiges gewöhnt. Das war auf jeden Fall ein Geist und er hat's auf jeden Fall auf mich abgesehen. Wind plus Tür plus uraltes Schloss ergibt fallende Kronleuchter. Ganz logisch. Ihr habt beide recht. Es passieren ständig Dinge, die man mit Logik nicht erklären kann. Vor allem an einem Ort mit so viel Charakter wie Bishopbrook. Na also. Aber manches kann man damit erklären, dass dieses Schloss schon bessere Zeiten gesehen hat. Können wir irgendetwas für dich tun? Oh, du warst mir schon immer eine große Hilfe, Maxi. Aber das könnte ich niemals verlangen. Doch, doch, kein Problem. Wir bringen dieses Schloss blitzschnell auf Vordermann. Wenn du darauf bestehst, von mir aus sehr gern. Mal sehen. Was gehen wir als erstes an? Aha, gute Kinder. Kinder! Wo ist nur das Licht? Das ist doch ideal für Geister hier. Diese alten Schlösser haben nur Kerzen. Wenn du keine Streichhölzer hast, dann geh lieber Opa Max helfen. Hä? Ah, schon viel besser. Meine Flamme! Oh, das war knapp. Und du willst mir sagen, das war kein Geist? Diese Gänge sind sowas wie Windtunnel. Ach komm, im Ernst jetzt? Gwen, warte auf mich! Husch, husch! Maxi, da ist noch ein Fleck. So viel zum Thema prunkvoll. Ich hätte mir mehr Stil gewünscht und weniger Staub. Machst du Witze? Da spielt ein Bär auf einer Harfe. Stilvoller geht nicht. Das muss das Familienwappen sein. Immerhin eine Sache, die noch ganz geblieben ist. Die Verzierungen sind unglaublich. Gwen, pass auf! Spukender Wandteppich auf 4 Uhr! Willst du das ganze Schloss niederbrennen? Ich hab dich vor einem Wandteppichgeist gerettet. Ich suche nach Wasser. Oh Mann! Was tun? Hey, nicht schlecht. Tja, kein Problem. Oh oh, wird schon keinem auffallen, stimmt's, Gwen? Gwen? Gwen, hallo! Okay, Ben, lass die Vernunft walten. Ist doch klar, was passiert ist. Gwen wurde von einem Geist gefressen. Pass gut auf, sonst bist du dran. Sie ist verloren, aber nicht du. Du hast viele Möglichkeiten. Hilfe, der Geist hat mich gefressen! Du könntest als Krake zuschlagen. Warte, Geister kann man nicht hauen. Den Vorteil haben sie. Aber du könntest... Rette mich, ich wurde gefressen! Als Overflow! Nein, den habe ich nicht mehr. Kein Overflow. Okay, vielleicht... Oh nein, mich hat ein Geist verschluckt. Als Kletterrebe! Der fehlt mir auch. Wie besiege ich einen Geist ohne alle meine Aliens? Es gibt kein Entkommen. Eine Sackgasse, oh Mann! Reingelegt! Gwen? Aber ich dachte, du schwebst und woher kam der Rauch? Tricks! Mann, hätte ich noch die graue Eminenz, hätte ich die Tricks durchschaut. Ja, ich weiß, du vermisst die alten Aliens, aber du musst ihnen nicht nachtrauern. Du hast jetzt neue Aliens. Und die haben coole neue Fähigkeiten. Die Sache vorhin mit Gigantosaurus war so der Hammer. Gwen, hast du das gesehen? Was gesehen? So ein zwielichtiger Typ und oder Geist ist in den Irrgarten gegangen.